Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin mit dem Neuesten aus der Biotechnologie. Und das sind unsere Themen heute. Mikrokosmos Mensch. Genkatalog zeichnet faszinierendes Bild unserer Darmbewohner. Metagenomik in der Kreidezeit. Wie sich Mikroorganismen analysieren lassen. Und Matthias Selbach aus Berlin. Ein Forscher mit Leidenschaft für winzige Moleküle. Wer sind wir eigentlich auf genetischer Ebene? Im Grunde glauben wir das zu wissen. Unser Erbgut, das wir von unseren Eltern geerbt haben, ist für jedes Individuum unverwechselbar. Alle unsere Körperzellen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und ausprägen, tragen dieses Erbgut. Ob Haarfarbe, Augenfarbe oder Stoffwechsel, unser Genom beeinflusst sehr viele Eigenschaften, sogar unsere individuellen Neigungen für Krankheiten. Sind wir also die Summe unserer Gene? Ein bisschen komplizierter ist es schon. Denn aus den geschätzten 100 Billionen Zellen im Mikrokosmos Mensch tragen nur 10 Billionen menschliches Erbgut. Zehntausende andere Spezies, vor allem einzellige Bakterien, leben auf und in unserer Haut und an anderen Stellen in unserem Körper. Zunehmend stellen Forscher fest, dass diese Einzeller weit mehr als nur Mitbewohner sind. Vom Volumen her machen sie lediglich ein paar Prozent unserer Körpermasse aus, aber für unsere Gesundheit spielen sie vermutlich eine sehr große Rolle. Besonders wichtig sind Mikroorganismen, die es sich im Darmtrakt gemütlich gemacht haben. Noch allerdings wissen Forscher viel zu wenig über die Mikroben in uns. Forscher aus 7 europäischen Ländern und China haben sich zum MetaHit-Konsortium zusammengetan. Unterstützt mit Fördergeldern der Europäischen Kommission wollen sie einen Genkatalog aller im menschlichen Darmtrakt vorhandenen Mikroben erstellen und deren Einfluss auf Gesundheit und Krankheit herausfinden. Die Forscher haben dabei zwei Krankheitsbilder im Visier, die in Europa zunehmend Probleme bereiten: Fettleibigkeit und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Von deutscher Seite ist der Bioinformatiker Per Borg vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, kurz EMBL, dabei. That's what my profession is, to help using the computers analyzing all these lots of data. And one subsort of data we're talking about here and during the meeting, which is a sequence data, the genetic material of all the bacteria that live in and around us. Der Mikrokosmos Mensch wird also durch viel mehr als nur seine Gene bestimmt. Viele der Mikroorganismen, die im Darmtrakt des Menschen leben, können nicht im Labor gezüchtet werden. Doch Forscher haben inzwischen einen Weg gefunden, wie sich diese Mikroben dennoch identifizieren lassen. Und zwar mit Hilfe der Metagenomik. Wie das geht, erklären wir in der heutigen Kreidezeit. Auf der Suche nach neuen Eigenschaften wendet man sich häufig Mikroorganismen zu. Das heißt, diese kommen ebenfalls im Boden vor. Dazu entnimmt man Bodenproben, die alle Mikroorganismen enthalten, die darin vorkamen. Diese versucht man im Labor nachzuzüchten. Da man nicht alle Umweltbedingungen nachgestalten kann, wachsen einige Mikroorganismen nicht an. Das umgeht die Metagenomik, indem alle in den Organismen enthaltenen Gene einer Probe isoliert werden und diese dann archiviert werden. Auf der Suche nach bestimmten Eigenschaften trifft man auf ein Gen, welches der Bibliothek entnommen werden kann. Und dieses Gen wird in Mikroorganismen überführt, die im Labor zu kultivieren sind. Diese Mikroorganismen tragen dann die Eigenschaften der nicht kultivierbaren Organismen. So ist die Metagenomik ein modernes Werkzeug in der Molekularbiologie, um auf Eigenschaften von Mikroorganismen zuzugreifen, die normalerweise im Labor nicht kultivierbar sind. In der letzten Folge hatten wir ja bereits über Matthias Selbach berichtet. Der Berliner Molekularbiologe wurde in München mit dem Analytiker-Forschungspreis ausgezeichnet. Heute stellen wir ihn und seine Arbeit vor. Matthias Selbach arbeitet in Berlin-Buch. Er ist als Helmholtz-Nachwuchsforscher an das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin gekommen, um sich mit der Produktion von Proteinen in der Zelle zu beschäftigen und diese mit ganz neuen Methoden zu erforschen. Selbach interessiert sich vor allem für winzig kleine Moleküle, die MikroRNAs. Diese spielen eine wichtige Rolle in der Regulation bei der Herstellung von Eiweißen. Wie diese MikroRNAs jetzt wirklich wirken, konnte man bisher global nicht messen. Und da sind wir mit unserer neuen Methodik eben ein ganzes Stück weitergekommen, weil wir jetzt eben erstmals wirklich schauen können, wie sich MikroRNAs auf tausende Proteine gleichzeitig auswirken. Selbach und seine Kollegen wollen also ein Proteinprofil von Zellen erstellen.
Im Idealfall können Veränderungen in der Proteinherstellung veranschaulichen, was in der Zelle passiert. Und das ist auch für die Bewertung von Krankheitsgeschehen sehr wichtig. Um zu verstehen, wie Krankheitsmechanismen zustande kommen, wie zum Beispiel Krebs entsteht und so weiter, ist es sehr wichtig zu verstehen, wie das Genom in das Proteom, so nennt man die Gesamtheit aller Proteine, übersetzt wird. Wie Sie sehen, können kleine Moleküle oft eine große Wirkung haben. Wenn auch Sie Einfluss nehmen wollen, und zwar auf diese Sendung, dann nur zu. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und so geht's. Sie haben Anregungen für Themen aus der Biotechnologie, die Sie interessieren und die wir unbedingt bringen sollen? Oder Vorschläge, wie wir etwas besser machen könnten? Dann nur zu. Schreiben Sie uns. Wir freuen uns über E-Mails an tv@biotechnologie.de. Das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Uns gibt's in der nächsten Woche wieder mit neuen, spannenden Nachrichten aus der Biotechnologie. Bis dahin, tschüss aus Berlin.